bin ich auch wieder. Wir entsinnen uns, da ich erstmal wieder zurück bin, und zwar mit einer oder mehreren kleinen Infos auch heute für die Show. Die erste wäre zum einen, dass ich eine relativ coole Seite gefunden habe, wo man so Retro-Games, neue Games und so, also und alles andere auch sich total legal besorgen kann. Das sind zum einen sind das nachprogrammierte Sachen, wie zum Beispiel Mario, was es halt damals für PC gab, aber ja nie wieder geremaked worden ist, also nicht nochmal neu aufgelegt worden ist. Da werde ich euch einen Link in die Beschreibung packen, eventuell. Ansonsten seht ihr das halt in einem kurzen Infovideo. Dann komme ich zum zweiten Thema. CSGO wird jetzt häufiger im Wettkampf aufgenommen. Ich habe richtig Lust darauf. Ja, also mal abgesehen davon, dass das sowieso eigentlich recht cool ist an sich und ja, was soll ich da noch sagen? Es ist halt wie es ist, es ist nur CSGO. So, ich guck mal, ob hier sich was getan hat. Ich vermute mal, die haben das korrigiert. Ich vermute es einfach mal. Nee, und zwar komme ich dann jetzt direkt zum nächsten Punkt. Und zwar werde ich halt jetzt ab nächster oder übernächster Woche werde ich Assassin's Creed wieder fortfahren, weil ich allmählich tatsächlicherweise geschafft habe, mir die Möglichkeit zu erschleichen. Also ich habe es hingekriegt, irgendwie mich zu informieren, wie ich es hinkriege, so schnell wie möglich wieder an den Punkt hinzukommen, wo ich war. Also daher bis dahin, würde ich sagen, ne? Ansonsten machen wir jetzt erstmal mit Deponia weiter, weil wer hätte es gedacht, wer hätte es gewusst, wer hätte es gewollt, ne? Wir haben natürlich alles noch parat, wir haben noch viel vor uns und ich will auch gar nicht lange reden, sondern direkt weitermachen. Und bevor ich das mache, gehe ich kurz in die Einstellung und stelle das lauter und bin ein bisschen selber leise, weil jetzt wird es nämlich interessant. Also, bis gleich. Jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Cletus? Junk fly hazard in the northern quadrant. Caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist... Cletus! Cletus! Rufus ist der Teufel. Rufus. Da-da-da-da, man nennt Rufus. Rufus. Da-da-da-da, man nennt Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Hirnimplantat. Viel von einem vorbeifahrenden Organonkreuzer. Fragte nach ihm. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Was verlangen Sie? Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astral, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst.
War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Auch nichts. Smalltalk. Ja, ja. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Geld. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Ja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Ach doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch. Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, kein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Jo, und auch so mit das Chaos für Elysium. Aber hey, Deponia wird gut haben ohne Rufus hier. Yeah. So, wo geht's denn? Da geht's. Oh. Ich werde die abends korrigiert. Ich kann euch ja mal erzählen, was ich eigentlich meinte. Das meinte ich schon mal seit mehreren Folgen. Der Low-Tech und der Polizist-Feuerwehrmann-Arzt stand hier ja und hat ja immer gesagt, sie sind verhaftet. Low-Tech sagte daraufhin, sie sind gefeuert. Ja, und daraufhin war eigentlich das soweit, dass eigentlich quasi nichts von beiden geschah, sondern einfach nur leerer Raum war. Kann auch ein Bug gewesen sein oder ein Glitch. Falls ich das nochmal hinkriegen sollte, nehme ich das nochmal als Special-Folge auf, weil ich werde das Spiel bestimmt noch einmal durchspielen, einfach nur wegen Errungenschaften her. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich jetzt, ich habe ja bei der letzten Folge gezeigt, ich habe ja einige, nochmal ganz kurz reingeschaut, ich kann das auch ganz alleine zusammenbauen. Triff dich selbst. Informier dich ausführlich über Deponia. Trockelbecher. Trockelbecher ist meine Vermutung, es gibt eine Einstellung, die sich da nennt Trockelbecher. Und wahrscheinlich soll ich da irgendwie das machen. Keine Ahnung. In die Gasse. So. Jetzt kann ich ja nochmal zum Lachgas, während er sich jetzt nicht aufpasst.
Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an! Hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch! Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Zumindest für kurze Zeit, würde ich mal behaupten, um ja, mich mal wieder... Das haben Sie richtig gut gemacht. ...zu klemmen. Schnauze! Ja. Traurige kleine Nachricht noch hier nebenbei. Wir sind schon bei ungefähr 11 Minuten, 12 Minuten, glaube ich. Aber wir befreien uns natürlich schnell nochmal hier. Ganz raffiniert. Ja, ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch... Alarm! Juhu! Helfen immer gehen. Brandschutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz. Wie einfältig ist der, bitteschön. Na gut. Aber somit können wir jetzt aber auch ganz schnell nochmal gucken. Ah, hahaha, okay, jetzt habe ich die Erkennung, hier dran. Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss Goal finden, bevor dieser Argus... Okay, eigentlich... Es gibt... Ich muss... Okay. Ja. Wenzel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du? Okay, ich weiß nicht, ob ich hier eine Zensur reinmachen muss. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber I egal, hope not. Ich hoffe nicht, weil Zensur und das ist immer schwer. Ich habe ja kein perfektes Programm dafür. Nein, hab ich aber danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Also ich gehe jetzt mal ganz kurz, tut mir leid, ich muss einfach jetzt in den Keller gehen. Ich kann mir das hier nicht länger antun, tut mir leid.
So, ich muss ganz kurz mal meine Gedanken sortieren. Wir sind gerade bei Wenzel reingebracht. Und Rufus reißt einfach mal diese, wo ich dachte, dass es eine Abstellkammer sei, halt die Dusche auf. Okay, ich denke mir jetzt nur einfach so, what the fuck, und denke mir einfach so, YOLO. Dann ist es halt so, aber was zur Hölle? Warum? Ja, gut. Goal. Nein. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh, jetzt aber schnell. Jo, das würde ich auch mal so sagen. Was? Hm? Oh, ah. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Na, nichts für Ungutsnüsse. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's. So, jetzt erstmal einen speziellen Dank an Pookie für den schönen Song. Der Schüssen. Natürlich immer schön zu hören, die Songs. Ich empfehle euch auch, es, soweit ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, falls ja, besucht ihren Fanshop. Da gibt's eine, glaube ich, eine Pookie-Musik-CD. Da sind nochmal alle Songs drauf. Falls ich mich da täusche, tut mir leid, aber ich meine... Puh, da richtig informiert zu sein. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Ja, so ich... Und hier? Da muss man kein Genie für sein. So, Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. Aber den Kran, das bräuchte ich. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Ich will jetzt nur das ganze Gelaber nicht eigentlich ungern drin haben, besser gesagt. Die ist im Eimer. Weg damit. So, ich muss jetzt ganz klar auch dazu sagen, ihr seht ja hier hinten schon zwei Buchstaben, B und P. Ich weiß nicht, ob das irgendein Insider sein könnte. Aber ich glaube schon, dass es B und B, P sein soll. Da O und U, hier sind ja auch massig Buchstaben, also so gefühlt ist das jetzt, ne? Natürlich kommt das nachher noch genauer hervor. Ach du Heilige, na danke. Ich glaube,
erstmal da rein. Huh, wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Hey, du! Du komm schon da runter! Ups! Der Kasten ist zu, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten, naive Tölpel. Ich glaube ja. Fuck. Es ist echt gerade ein bisschen schwer. Ich muss halt erstmal meine Erinnerungen. Naja, was heißt Erinnerungen? Ab hier ist halt meine Erinnerung gelöscht quasi. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Jetzt sollte ich einfach mal gucken, was hier so ist. Ich spare mir meine telegrafischen, telepathischen Kräfte. Hoppla. Entschuldigung, da bin ich gegen das Mikro gekommen, Leute. Ich muss hier mal ganz kurz Ordnung schaffen. So, jetzt habe ich einen Spiegel, der bringt mir allerdings auch immer noch nichts. Zum Wohle. Ich glaube, die ist auch so eher irrelevant. Was ist denn dann noch? Halt erstmal zurück. Schrotthaufen. Nee, halt. Da fehlt ein Stümpel. Einem Zylinder. Ein Stümpel. Und ein. Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Ja, toller Fachmann. Kurz nochmal hierher, weil ich nicht weiß, ob ich hier alles. Aber hier habe ich natürlich alles natürlich mitgenommen. Wer hätte gedacht, ne? Ich hätte gedacht. Gut, führt kein Weg dran vorbei. Wir machen eine kurze Aufnahmepause und sind dann gleich wieder da.